Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Werners Fußballecke. Ja, heute habe ich ein EM 2024 Fußballquiz für euch und zwar: Wer wird Millionär? Kannst du alle 15 Fußballfragen beantworten und Millionär werden? Dann sind wir mal gespannt, dann geht's auch gleich ab zur ersten Millionärsfrage und zwar, ja, natürlich die 50-Euro-Frage. Wer ist Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft? Was glaubst du, Kimmich, Kroos, Gündogan oder doch Manuel Neuer? Was ist die richtige Antwort? Dann schauen wir mal. Natürlich Ilkay Gündogan. 50 Euro. Weiter geht's. So, jetzt kommen wir natürlich zur 100-Euro-Frage. Wer ist aktuell Fußball-Europameister? Spanien, Italien, Frankreich oder England? Was glaubst du? Was ist die richtige Antwort? Richtig, natürlich Italien. Sehr gut. So, dann geht's weiter. Jetzt kommen wir natürlich zur 200-Euro-Frage. Wie oft wurde Deutschland Fußball-Europameister? Dreimal, zweimal, einmal oder viermal? Die richtige Antwort ist natürlich dreimal und vielleicht jetzt zum vierten Mal Daumen drücken. So, weiter geht's zur nächsten Fußballfrage für 300 Euro. Wo findet das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft 2024 statt? Frankfurt, Dortmund, Berlin oder in München? Die richtige Antwort ist natürlich München und wir haben da gestern 5 zu 1 gewonnen. Sehr gut. So, zur nächsten Frage für 500 Euro. Wo war Julian Nagelsmann vor dem DFB-Clubtrainer? Bei Dortmund, Leipzig, Hoffenheim oder FC Bayern? So, die richtige Antwort ist natürlich beim FC Bayern München. So, dann kommen wir jetzt zur nächsten Fußballquizfrage, die 1000-Euro-Frage. Wann wurde Deutschland das letzte Mal Europameister? 1988, 2014, 1996 oder 2012? Und weißt du die Antwort? Die richtige Antwort natürlich 1996, Bioff, das entscheidende Golden Goal. So, zur nächsten Frage, 2000-Euro-Frage. Welchen aktuellen Marktwert hat Toni Kroos? 35 Millionen, 10 Millionen Euro, 20 oder doch 40 Millionen Euro? Die richtige Antwort ist natürlich A, 10 Millionen Euro. So, dann kommen wir zur nächsten Europameisterschaft-Frage. 4000-Euro-Frage. Wie viele Länderspiele und Tore hat Niklas Füllkrug? Oh, die Publikum-Joker. Publikum sagt C. Okay, was glaubst du denn? Welche Antwort ist richtig? Die richtige Fußballantwort ist 17 Länderspiele und 12 Tore. Sehr gut. So, zur nächsten Fußballfrage für 8000 Euro. Wer ist Kapitän von England bei der Europameisterschaft 2024? Harry Kane, Kyle Walker, Bellingham oder Declan Rice? Und die richtige Antwort ist Harry Kane vom FC Bayern. Sehr gut. Wenn es dir Spaß macht, danke ich dir für ein Like und für ein Abo für Werners Fußballecke. So, die nächste Frage für 16.000 Euro. Wer ist aktuell die wertvollste Nationalmannschaft der Europameisterschaft 2024? Was glaubst du? Die richtige Antwort ist England. Richtig. So, dann geht's gleich weiter zur nächsten Frage. 32.000-Euro-Frage. Wie viele Trainer bei der Europameisterschaft jetzt kommen aus Italien? Okay, 50-50 Joker. Antwort C, 5 Italiener oder Antwort C, 4 Italiener? Was glaubst du? So, die richtige Antwort. 5 Trainer kommen aus Italien bei der Europameisterschaft. Respekt. So, zur nächsten Frage. 64.000-Euro-Frage. Welche zwei Vereine stellen die meisten Spieler bei der Europameisterschaft? Bayern, Inter, Manchester City, Inter Mailand, Paris Saint-Germain, Barcelona oder Real Madrid und Manchester City. Was glaubst du? Die richtige Antwort: Manchester City und Inter stellen die meisten Spieler. Richtig. So, kommen wir zur nächsten Frage. 125.000 Euro. EM-Finale 96 in England. Welcher Gegner war die Mannschaft von Deutschland?
Tschechien, Niederlande, England oder Dänemark? Wer war mit im Finale? Die richtige Antwort ist Tschechien. Richtig. So, jetzt wird's mega spannend. Jetzt haben wir die 500.000 Euro Frage. Welches Land hat die meisten EM-Spiele insgesamt gewonnen? Niederlande, Frankreich, Spanien oder Deutschland? Die richtige Antwort ist Spanien. Ja, richtig. So, liebe Fußball-Quiz-Freunde, die 1-Million-Euro-Frage. Die älteste Nationalmannschaft bei der diesjährigen Europameisterschaft ist Deutschland, Kroatien, Italien oder die Niederlande. Was glaubst du? 1 Million Euro. Die richtige Antwort ist, Deutschland hat den ältesten Kader der Europameisterschaft. Wie viele Fragen hattest du richtig? Schreib es in die Kommentare. Bist du Millionär? Dann sag ja. So, liebe Fußball-Quiz-Freunde, richtig, das war's. Hat's dir Spaß gemacht, dann danke ich dir für ein Like und für ein Abo für Werners Fußball-Ecke. Verpasst auch hier meine anderen Fußball-Videos nicht. Also dann, viel Spaß noch. Tschüss.